Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Video aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung, eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es wird mit einem schwarzen und einem weißen Würfel gewürfelt. Grundsätzlich kann man hier auch sagen, dass die beiden Würfel unterscheidbar sind. Jetzt fragen wir uns, wie viele Ausgänge des Zufallsversuchs gibt es? Dafür können wir verschiedene Visualisierungen bringen. Die eine Visualisierung ist, wir würfeln und ob wir die nun gleichzeitig würfeln oder nacheinander würfeln, ist dabei egal. Wir würfeln als erstes mit dem weißen Würfel oder mit dem schwarzen, je nachdem, wie du das gerne möchtest. Und wir haben ja da die Möglichkeit, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6 zu würfeln. Eine 7 können wir nicht würfeln. Ja, das ist der eine Würfel, W1. Und wenn wir das mit einem Würfel machen, dann haben wir ja sechs Ausgänge des Zufallsversuchs. Jetzt fällt der zweite Würfel ein bisschen später beim gleichzeitigen Würfeln oder aber irgendwie wir würfeln ihn einfach wirklich hinterher. Es steht da ja nicht in der Aufgabe explizit. Wenn wir eine 1 gewürfelt haben, haben wir auch wieder die Möglichkeit, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6 zu würfeln. Das Ganze hier auch nochmal. Dann haben wir 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, also 6 mal 6. Also 36 Ausgänge des Zufallsversuchs. Ja? Man kann das Ganze auch mit einer Formel berechnen, n hoch k. Wir haben zwei Stufen dieses Zufallsversuchs mit jeweils sechs Ausgängen pro Stufe. Also 6 hoch 2. Ja, eine andere Visualisierungsmöglichkeit wäre zum Beispiel bei diesem Spezialfall eine Tabelle. Bei dem wir hier oben den einen Würfel und den anderen Würfel unterscheiden. Und hier sind die Ergebnisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 einzutragen und hier die Ergebnisse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann können wir hier sogar die Wertepaare aufschreiben. Ja? Und dann können wir das hier durchzählen. Das sind auch 36 Felder. Damit haben wir diese Aufgabe gelöst und gehen gleich zur nächsten über.